Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir probieren. Heute mit K to the One to the X Energy for Shizzle. Yeah. Okay. K1X Energy. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Wir haben hier eine Broschüre mitgeschickt gekriegt. Lies doch mal vor. Soweit ich weiß, handelt es sich dabei unter anderem auch um eine Modemarke. Richtig, soweit man sehen kann, stehen da auch einiges her an Sportklamottenbereich größtenteils. Die Marke K1X, Nation of Hoop, 1993 in München gegründet. K1X steht für Authentizität in den Bereichen Basketball und Hip-Hop und ist weltweit in 40 Ländern etabliert. Neben Deutschland, bla 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 bla. Zu den deutschen Retail-Partnern, bla 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 bla. K1X Shorty, als weibliches Pendant zu K1X gibt es 2009 auch K1X Shorty. Da müsst ihr irgendwo noch auch was zum K1X Energy Drink. Egal ob im Job, im Studium, im Sport oder im Nachtleben, getreu dem Motto Play Hard liefert K1X Energy Drink den nötigen Push, den man braucht, um seine Grenzen zu sprengen und seine Identifikation auch im Genuss zu definieren. Geschmacklich genauso stark wie im Design. Die Zusammensetzung des Drinks wurde eigens nach K1X Kriterien kreiert. So ergibt sich ein belebender, prickelnder und fruchtiger Geschmack. Für sich allein schon ein überzeugendes Statement ist die edle mattschwarze Dose. Am besten eiskalt genießen. Werden wir doch mal glatt überprüfen. Schauen wir mal. Schauen wir uns das Design doch mal direkt an. K1X drauf. Es ist eine mattschwarze Dose, wie auch schon drin stand. In Silber drauf und noch ein Tag. Es steht K1X drauf und in dem K1X steht nochmal als Tag K1X. Es steht drauf K1X Energy Drink. Wasser, Zucker, Dextrose, das Übliche. Eis ab 16 Jahren. Ab 16 Jahren? Ab 16 Jahren. Aber nur, wenn er eiskalt ist. Eiskalt. Aber nur ab eiskalt voll ab 16 Jahren. Da haben wir noch ein anderes lustiges Logo hier von K1X. Das ist schon nicht das ursprüngliche, was nee, ich denke mal, das ist das von dem Energy Drink, weil da steht dann auch nochmal ab 1933. Von der Modemarke meinst du dann? Also, ja, doch. Nee, von dem Energy Drink. Okay. Seit 1993 gibt es den übrigens. Also schon mit einer der ersten Energy Drinks, so die nach Red Bull kam. Das ist natürlich die Frage, wie es schmeckt. Wie riecht's denn? Nach Red Bull. Es riecht wirklich nach Bull. Ja, es riecht. Also nicht nach Energy Drink, sondern nach Bull. Wobei, ich sage mal, da das echt noch als Entschuldigung gelten lassen würde, dass es ihn so lang gibt. Weil damals, was gab's denn groß außer Red Bull? Und wenn da Energy Drink drauf stand, also 1993, dann erwartest du auch eben genau diesen Red Bull-Geschmack eigentlich. Weil sonst Blaue Sau gab's damals noch. Blaue Sau. Blaue Sau? Ja, doch, es hieß Blaue Sau. Genau. Und wie hat es geschmeckt? Ich weiß es nicht mehr. Nach Saupisse. Das war eine dünne Plörre. Wie ist der denn so? Es schmeckt auch nach Red Bull. Also, es ist jetzt kein billiger Red Bull-Klon, wie jetzt irgendwelche, weiß nicht, so Sachen, die man in der 1,5-Liter-Pulle kriegt. Und ganz ehrlich... Magic Man. Ganz ehrlich, Red Bull hat ja diesen typischen Red Bull-Prickel auf der Zunge. Und ich finde... Der kommt dann leicht. Ja, also er schafft ihn genauso. Natürlich nicht ganz, weil er schafft eh keiner. Aber er schafft es fast. Also ich habe noch keinen Red Bull-Klon gehabt, der so am ehesten nach Red Bull drankommt. Ich finde, er ist wesentlich saurer. Ja, das stimmt allerdings. Habe ich auch so geschmeckt. Also teste gerade nochmal. Der geht eine ganze Ecke saurer runter als normaler Red Bull. Der ist ja auch, der Red Bull ist ja auch leicht säuerlich, aber vordergründig bleibt er süß. Aber der hier ist hauptsächlich sauer. Finde ich aber angenehmer. Also ich mag ja saure Sachen, von daher ist das jetzt eher meins. Und wobei ich denke, preislich wird das wahrscheinlich mindestens genauso teuer sein wie ein Red Bull. Ja, der ist so 1,20 ist der. Also schon. Dann bist du genauso teuer inzwischen, weil die Red Bulls sind ganz schön runtergegangen. Sind die runtergegangen? Ja. Also zumindest habe ich es online gesehen, was jetzt die Store-Preise sind, aber so 1,20 hat das Zeug so online gekostet. Gut, wir haben es natürlich, habe ich das überhaupt zugesagt? Nee, habe ich gar nicht gesagt. Wurde uns natürlich gespendet von K1X. Merci. Vielen Dank dafür. Es ist eine gute Alternative zu Red Bull. Also wenn man im Club die Wahl hat, kann man den ruhig mal probieren, weil hauptsächlich gibt es die nicht. Gibt es auch, habe ich inzwischen auch gesehen, in Stuttgart, in Sportläden habe ich den mal stehen sehen. Tatsächlich. Aber hauptsächlich findet man es natürlich in den größeren Städten fast ausschließlich in den Clubs direkt. Ja, was ich natürlich dann allerdings sagen möchte, also für die, die was Eigenes suchen, wie es jetzt hier drin stand, ja, mit groß Authentizität und alles Mögliche, das ist es mittlerweile nicht mehr. Weil mittlerweile geht das einfach mit dem ganzen Energy Drink unter. Geht's unter. Aber
Als einzelne Red Bull-Klon rausgenommen ist er gut, aber sonst was sagen wir so, es ist die beste Form einer Kopie von Red Bull, die wir bisher hatten. Ja, das trifft's recht gut. Also sagen wir mal so, wer Red Bull-Kopien mag, kann die gern mal probieren. Ganz klares Go dafür. Und dann wird an dieser Stelle. Wir müssen noch sagen, wo es K1X zu kaufen. Oh ja, natürlich. Hier? Schauen. Natürlich, den könnt ihr euch dort direkt holen und in die Birne kloppen. aber jetzt bleibt ansonsten noch zu sagen. Adios.